Willkommen zurück zu einer weiteren Diablo 1 Folge. Ja, wir machen weiter. Ich habe ein bisschen gelevelt. Ein bisschen. Ja, also bin jetzt an so einem Punkt angekommen, wo das einfach nur noch zäh ist. Aber ich wollte auch nicht über das Level 7, wo wir sind, leveln. Deswegen, die anderen Gegner, die bringen halt so wenig Erfahrungspunkte. Es gibt so ein paar Tricks, die ich da so gelesen habe, wie man da durchaus ein bisschen levelt und so. Habe ich genutzt. Und dementsprechend Level 23. Aber ja, mal sehen, ob das jetzt besser ist, ne? Ein bisschen Gold habe ich auch dazu gemacht. Gab ein paar andere Quests. Die Quest hier zum Beispiel, die ich zwar gemacht habe, aber sich irgendwie nicht abschließt, aber die ich noch ganz gut kenne. Weil das so ein bisschen verplant ist. Das ist so ein Ziegenmann, der dann so, oh, please don't hurt me. Ne? Hab die ganze Ebene geklärt, hab dann auch was von ihm bekommen, was zwar schlechter war, aber die Quest ist immer noch nicht abgeschlossen. Also ich glaube, das musst du auch nicht machen, um Diablo zu killen. Ich glaube, es reicht, wenn man die Sachen wie den Butcher und King Leoric und sowas macht. Das reicht das. Please, ja? No hurt, no kill. Keep alive and next time good bring to you. Ja, hat er schon. Er hat schon gut zu mir gebracht. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Jillian, my barmaid? If it were not for her sense of duty to her granddam, she would have fled from here long ago. Goodness knows, I begged her to leave, telling her that I would watch after the old woman, but she is too sweet and caring to have done so. Ah, okay. Ja, das mit dem Stein, das haben wir ja auch nicht gemacht. Well, what can I do for you? Well, I have to practically smuggle in the metals and tools I need from caravans that skirt the edges of our damned town. That witch Adria always seems to get whatever she needs. If I knew even the smallest bit about how to harness magic as she did, I could make some truly incredible things. Also das mit dem Stein, das ist jetzt auch nicht bei mir aufgetaucht, weil der Stein nämlich nicht, die Quest ist nämlich nicht bei mir erschienen, scheinbar. Also die taucht auch nicht immer auf. Ja, zumindest ein bisschen Gold habe ich mehr gemacht. Ein paar Tränke habe ich hier dazu. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir nicht Level 7 jetzt mal angehen. Übrigens auch hier durch die Neugenerierung sind neue Gegner aufgetaucht. Also Gargoyles, die wir vorher nicht hatten. Die haben wir jetzt hier. Und noch so komische andere Gegner, die so rumschießen. Die haben wir jetzt hier auch. Mana-Trank. Was eben alles, ne? Das ist eine komplette Neugenerierung. Da geht schon weiter nach oben. Ist egal. Also stark Leben verlieren tun wir immer noch. Ich habe halt sehr auch auf Stärke geskillt. Aber ein Level-Ups. Und ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen auf Leben. Und ein bisschen auf Dexterity, damit wir mal was treffen, ne? Ein bisschen mehr treffen. Und da muss man mal sehen. Wie das dann bei Diablo dann so ist. Wenn wir überhaupt so weit dann mit unseren Level kommen, aber ich glaube schon. Nicht. Ja, das ist ein Gargoyle. Zack, fertig. Bleib hier. Bleib hier. Die sind immer noch scheiße, die Gegner. Das hat sich nicht geändert. Wohin rennt er denn bitte? Bleib mal stehen. Es sah so aus, als würde er einfach die Ebene verlassen. Hallo? Mäßigkeit? Da. Alter,
nicht wahr. Was ist denn mit den, Leuten hier los? Habe ich eigentlich hier meine krassen... Ja, doch, ich habe diesen Spell noch hier. Oh, da macht er viel Damage. Ja. Also ich glaube, als Magier sollte ich mich nicht ansatzweise mal versuchen. Also, nein. Haben wir ja gesehen, also der Damage ist ja insane, wenn ich hier raushaue. Ich gucke noch mal kurz im Inventar, nicht, dass ich hier irgendwie... ja gut, doch, habe ich mit dabei. Nicht, dass ich hier die Taubbeutel scroll dann da... Die Tür ist ja komplett sinnlos hier. Aus, ne? Aber, also schon mehr, aber was mich halt richtig hart abfuckt, ist Alter, wie lange laufen die weg? Hallo? Kann doch nicht euer Ernst sein. Sei, dass die so scheiße sind. Alter, ich verliere nur Leben, weil ich die einfach nicht gekillt bekomme, weil die einfach immer flüchten. Flüchtet der? Kann auch nicht sein. Das finde ich ehrlich gesagt nervig. Also so richtig nervig. Unfucking fassbar. Alter. Das ist echt die Hölle, ne? Echt krass. Die Gargoyles gehen ja, ne? Die fliegen ja nicht weg von einem, die fliegen ja zu einem hin. Mann, und dass man halt auch so langsam ist. Ja, das ist halt, dauert jetzt ein bisschen, bis wir den Kack-Fernkämpfer besiegt haben. Wie ist das? Das ist halt übelste Dreistigkeit. Schlag doch zu! Na. Dann gehen wir eben hier zum Goat Shrine. Haben wir hier noch einen schönen Spruch.
verarscht mich doch hier. Oh, hier ist aber auch Party drin. Sein, wie assi das einfach ist. Stirb doch! Mal nicht so laut brüllen, ne? Ich meine, es ist ja nur ein Spiel. Das sind Dämonen. Ich meine, wer killt nicht gerne Dämonen? Haben wir es mal hier mit den Fernkampf-Leuten da, die mich hart am auf den Sack gehen hier? Sollten wir mal gucken hier. Wow. 12 bis 30. Da haben wir unsere bessere Waffe. Holy shit, Great Axe, 12 bis 30. Ja. Aber da geht 10 Strength unter, aber ich sag mal so, wir machen mal hier den Vergleich. 36 bis 54. Gut, ich gehe in Strength ein bisschen runter. Also 10 von 116 auf 106. Aber ich glaube, das wird trotzdem reichen, oder? Also definitiv. Das verkaufen wir. Ja, geil. Das war jetzt wirklich eine Waffe gedroppt, worüber ich mich freue. So, hier sind Gargoyles. Das ist doch cool. Book of the Blind, da haben wir wahrscheinlich wieder so eine schöne Geschichte. I can see what you see not. Vision milky, then eyes rot. When you turn, they will be gone, whispering their hidden song. Then you see what cannot be. Shadows move where light should be. Out of darkness, out of mind, cast down into the halls of the blind. Okay, kann sein, dass wir jetzt hier die Halls of the Blind freigeschaltet haben oder so. Keine Ahnung. Geht das mal. Das ist ja geil. Mega gut. Aber doch nochmal eine bessere Waffe gefunden und können endlich mal die blöde Axt davon, vom Butcher, da mal wegpacken. Holy shit, wie lange haben wir die eigentlich seit dem Butcher, ne? Oh nein. Meine Freunde sind wieder da. Na, ich hasse es. Oh, die muss ich doppelt hitten. Na, nicht alle?
Aber da waren schon welche, die ich doppelt hitten musste. Ja, den auch. Ja, krass. So Special-Gegner. Leider sieht man nicht, welches Level die sind, ne? Kann man zumindest gucken, so von wegen, hey, bist du denn auch leveltechnisch schon gut, ich meine, gut, ich denke mal, mit Level 23 bist du eigentlich ganz gut, ist das mal, ne? Aber... Alter! Jetzt bin ich den ganzen Weg zurückgelaufen, ne? Nur weil ich diesen Penner hier... Kann doch nicht sein, Leute. Kann doch nicht sein, dass ihr so kacke seid. Mann. Außen ist wieder der Hund, der nervt. Läuft alles gut hier. Oh, wir haben hier auf der 1. Taumporte scrollen. Ja, da müssen wir auch mal hier kurz mal... Nein! So, bring ein paar Damage-Dings. Du bist so ein kleiner... Ich hasse dich. Ich hasse dich und dein ganzes Volk, weißt du? Ich muss hier die ganze Zeit hin und her laufen, nur um einen einzigen Gegner zu killen. Das haben sie aber in den... Ich weiß nicht, ob sie schon in Diablo 2 geändert haben, aber zumindest ist es in... Nach Diablo 2 sind die ganzen Fan... Ich hasse dich, Hund. Ist es, also nach Diablo 2 zumindest. Da ist es so, dass, ja. Ist alles ein bisschen... Schöner ist, was auch Fankämpfer anbelangt. Also die hauen dann nicht mal. Ah. Aber es liegt doch teilweise so ein bisschen am Spiel selbst, an dieser Steuerung, dass du halt immer nur so komisch grid-basiert dich fortbewegst. Ist alles ein bisschen komisch. Blöde, was auch immer das da ist. Das irritiert halt auch voll. Und biegt da in die Ecke ab. Nein, doch, bleibt in der Ecke. Ah, gut. Da unten ist noch eine Tür. Da können wir noch weiter. Gargoyle, die Gegner und immer das Vieh. Ey, es ist einfach so... Also, ganz ehrlich, also... Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, haha, war es noch lustig, wenn die ganze Zeit immer am Anfang abhauen, aber mittlerweile nervt das nur noch.
Gut. Kann man hier lieber mal so eine... So einen Heiltrank mal hier rein. So. Ich glaube, ja, wir bekommen noch richtig wenig Erfahrungspunkte. Kann halt auch nicht, wobei ich würde es auch echt jetzt nicht machen, aber man kann auch keine Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ich weiß, es gibt hier mehrere Schwierigkeitsgrade, aber man muss halt erstmal den normalen durchspielen, um dann höher zu stellen. Das heißt, das müssen wir jetzt auf dem Level machen. Das geht nicht anders. Ich glaube, wir haben ja auch gegnertechnisch alles. Ah ne, da waren wir noch nicht drin. Da waren wir noch nicht drin. Da ging es noch rein. Da dann. Oh. Da rein. Kann ich da jetzt rein? Kann ich da jetzt rein? Kleine Kammer. Da ist wahrscheinlich auch so eine kleine Kammer. Ich glaube, wir waren hier überall schon. Ich glaube, wir könnten da noch einen weiter runter. Bei ob das jetzt so. Das jetzt so. Naja, gut, wir müssen ja, ne? Also. In dem Sinne. Führt ja kein Weg dran vorbei. Nochmal kurz, aber ich glaube. Das Level ist gecleared. Ja, das ist geklärt. Ja, dann gehen wir nochmal zurück in die Stadt und verkaufen. Ne? Ich meine, Geld haben wir ja. Also wenn wir dann uns vollballern müssen mit High Potion und uns dann irgendwie durchtrinken müssen, dann da unten ist, glaube ich, der Gang nach unten. Dann okay. Aber dann ist hier ne, Level 7. Level 8 wird dann wahrscheinlich das letzte Level sein und dann sind wir, glaube ich, damit auch durch. Also das letzte Level hier aus der Kirche, ne? Wahrscheinlich. Oder da geht es dann noch weiter runter. Ich ganz genau keine Ahnung. Aber erstmal geht es zurück. So. Wow, what can I do for you? Reclaimer. Und das Butcher-Ding will ich verkaufen. Wobei, würde das mehr bringen, wenn ich das Full Repair, aber glaube ich nicht. Premium-Items. Hat er geile Premium-Items? So. Sword of the Giants. 6 bis 15. Naja, das ist unser Zweihand-Ding natürlich geiler, aber wenn wir natürlich eine geile Schild bekommen würden, was wir einmal gedroppt haben davon. Ne? Das, was ich hier jetzt nicht habe. Das wäre natürlich nice. Okay, leave the shop. Dann gucken wir mal. School of Healings, Town Portal. School of Healing, Town Portal. Können wir hier nochmal lassen. School of Healing. Das ist ein Full Stack, den droppen wir. Alles andere hier verkaufen. Oh. Aber. Ja.
Wir haben schon unser Inventar ziemlich beansprucht, würde ich sagen. Ne? Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Halls of the Blind. Ah, der hat was dazu zu sagen. I never much cared for poetry. Occasionally I had calls to hire minstrels when the inn was doing well, but it seems like such a long time ago now. What? Well, I suppose you could see what someone else knows. Habe ich da jetzt eine hier die Quest überhaupt? Habe ich da jetzt eine? Ja, habe ich. I can see what. Ja, aber keine Ahnung, wo ich die finde, weil ich glaube auf zumindest in dem Level nicht. Well, what can I do for you? I'm afraid that I've neither heard nor seen a place that matches your vivid description, my friend. Perhaps Cain the Storyteller could be of some help. Storyteller, ja. Das ist dann Deckard Cain, ne? Hello, my friend. Stay a while and listen. You recite an interesting rhyme written in a style that reminds me of other works. Let me think now. What was it? Darkness shrouds the hidden, eyes glowing unseen, with only the sounds of razor claws briefly scraping to torment those poor souls who have been made sightless for all eternity. The prison for those so damned is named the Halls of the Blind. Das ist ja sehr interessant. Weißt du mehr? What ails you, my friend? This does seem familiar somehow. I seem to recall reading something very much like that poem while researching the history of demonic afflictions. It spoke of a place of great evil that... Wait, you're not going there, are you? Ich habe übrigens auch lange nicht mehr mit der da oben geredet, ne? Mit der... Die ist eigentlich komplett unnötig. Die steht einfach nur rum und hallo. Good day. How may I serve? Our blacksmith is a point of pride to the people of Tristram. Not only is he a master craftsman who has won many contests within his guild, but he received praises from our King Leoric himself. May his soul rest in peace. Griswold is also a great hero. Just ask Cain. If you have questions about blindness, you should talk to Pepin. I knew that he gave my grandmother a potion that helped clear her vision, so maybe he can help you too. Okay. Ja, weil er ja hier der Heiler ist, ne? Deswegen Blindness. Aber es geht ja um die Hall of Blindness. Ups. Und naja, klingt ja schon sehr, sehr interessant, da mal hinzugehen. Ich meine, wir haben ja leveltechnisch, aber ja, es war alles. Aber. I sense a soul in search of answers. Gucken wir mal. Erstmal wieder ein bisschen Geld schon reinbringen, ne? Ich meine, wir können nie genug Geld haben. Haben ja zum Glück jetzt wieder erstmal weniger Geldprobleme. Noch irgendwie noch so ein Mana-Ding hier da. Healing, Tom Portal, Healing, Geld. Läuft. Ja, dann würde ich sagen, safe. Und dann gehen wir weiter runter, weil, ja, keine Ahnung, diese Halle der Blindness. Whatever. Keine Ahnung, wo die ist. Also dann, bis zum nächsten Mal. Safety safe. Haut rein. Tschüss.